Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist euer Erik und heute geht's mal nicht um Kino, wie sonst im Kinocast vielleicht. Oder ich habe auch jetzt keinen besonderen Film jetzt gedreht, den ich euch zeigen möchte, sondern heute geht's eigentlich nur darum, dass ich mir zuerst ein neues Computergehäuse gekauft habe. Und im nächsten Tutorial werde ich euch dann mal zeigen, wie man sich einen Computer selber baut, beziehungsweise ja, wie man vielleicht ein bestehendes System einfach mal aufrüstet oder was ich jetzt versuchen möchte, mein bisheriges System zu optimieren in Richtung Lautstärke, Energieverbrauch und auch gleich noch neuen Prozessor mit rein, neues Board und ein bisschen mehr Speicher, alles was man so brauchen kann, damit moderne Spiele, so was jetzt gerade so in ist, Modern Warfare 3 zum Beispiel oder Skyrim oder solche Sachen, damit die in einer ordentlichen Qualität laufen. Irgendwann kommt ja auch mal das neue GTA und dann wird es auch wieder interessant. So, ich habe mir ein Gehäuse gekauft nach sehr langem Überlegen, nach sehr langen Internetrecherchen und zwar von Enermax das Gehäuse Hoplite oder Hoplite oder keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Das ist hier in dem Karton drin und das werden wir doch jetzt mal auspacken. Der Karton. Ein ganz schön großes Teil. Wiegt auch ein bisschen was. Ich hatte erst überlegt gehabt, eventuell mir so ein Gerät zu kaufen, also ein Gehäuse zu kaufen in der Stadt, aber habe ich gedacht, nee, da muss ich das ja nach Hause tragen. Ich habe das hier bei eBay mit Sofortkauf gekauft. Wie gesagt, ich wusste ja, welchen Typ ich genau haben möchte und da war es dann relativ einfach. So, dann gucken wir doch mal. Ja, insgesamt ganz gut verpackt, finde ich. Schauen wir mal weiter. Vielleicht lege ich euch mal ein bisschen weiter hier oben hin. So, jetzt kann es weitergehen. Quietschpappe, das ist schon mal gut, die mag ich nämlich überhaupt nicht. So, dann schauen wir uns das mal genauer an. So, als erstes sehen wir natürlich hier oben USB-Anschlüsse, ein eSATA-Anschluss, der, was ist das? Ich glaube, ja, Eingang fürs Mikrofon. Eingang für oder Ausgang für Kopfhörer, noch ein USB-Anschluss, Reset-Taster und Aus- und Einschalter. Ja, die Front ist so gelochtes Blech, würde ich sagen. Ja, hier vorne eine Klappe dran und da hatte ich schon mal gesehen, man kann die hier so aufklappen. Hier befindet sich ein Lüfter dahinter und bei diesem Lüfter befindet sich davor, ich weiß nicht, ob man sehen kann, ein ja so ein Filter, damit er kein Staubflusen irgendwie anzieht, die dann ins Innere vom Rechner wandern. Ja, hier unten ist auch noch so eine Klappe dran. Hier, ich versuche mal hier noch ein bisschen mehr Licht hinzubringen. Also hier sieht man schön die Festplatteneinschübe und hier sieht man auch das Filtergitter, was ich oben bei dem schon angesprochen hatte, was man dann ganz leicht auch rausnehmen und reinigen kann. Ja, die Festplatteneinschübe ganz leicht aufmachen, herausziehen und hier kann dann halt die Festplatte rein, die dann auch hinten sofort an die Kontakte herankommt. Einfach Festplatte einlegen, hineinfahren, zuklappen und genau dasselbe hier unten nochmal. Ja, soweit eigentlich zur Vorderseite. Ansonsten kann man noch hier diese Klappen ganz leicht heraustrennen, um eben ein CD-ROM-Laufwerk oder DVD-ROM oder Blu-ray-Laufwerk zu installieren. Ich glaube, das war alles zur Vorderseite. Es fühlt sich alles sehr, sehr gut verarbeitet an. Also Plastiküberzug über Metall oder vielleicht ist es auch nur Plastik, aber es fühlt sich auf jeden Fall sehr gefasst an. So, kommen wir mal
zum Seitenteil. So, Seitenteil. Muss natürlich erstmal die Schräubchen gelöst werden an der Seite. 1, 2. Geht auch ganz einfach. Sind solche Schnellverschlussschrauben. Und dann kann man das Seitenteil abziehen. Ja, hier im Seitenteil hat man auch nochmal die Möglichkeit, Lüfter einzubauen. Also man sieht da hier diese vorbereiteten Bohrungen. Wenn ich das richtig sehe, sind es 2 14 cm Lüfter, die man hier einbauen kann, oder auch kleinere. Ja, in dem Karton ist zum einen die Bedienungsanleitung in Englisch, Deutsch und, weiß nicht, Polnisch, Instruktia, Obsługi, wo halt dann eben drin steht, was man alles machen kann, und ja, schauen wir mal. Dann ein ganzer Beutel mit Schräubchen und was man halt so braucht, den Distanzhalter fürs Board. Dazu kommen wir dann später noch, wenn wir den Rechner zusammenbauen. Solche Klettstreifen, um irgendwelche Kabel hochzubinden und der PC-Speaker, also der Piepser, den man am Board festmachen kann. Okay, schauen wir mal rein. Ich gehe mal ein Stück zurück, damit ihr das Ganze seht. Ja, hier die Einheit für die Festplatten. Ich nehme mal an, man muss hier die Schraube lösen. Genau. Kann man es aufklappen. Man sieht hier Einschübe für 1, 2, 3, 4, 3,5 Zoll Festplatten und für 2,5 Zoll Festplatten. Weiterhin hat man hier unten noch die zwei Festplatteneinschübe. Macht dann also insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Festplatteneinschübe und halt hier die zwei für die 2,5 Zoll. Hier oben die Einschübe für CD-ROM oder ähnliches. 1, 2, 3, 4 Stück. Ich glaube, das sind ganz schön viele CD-ROM-Laufwerke. So viel braucht man im Normalfall ja nicht. Hier dann die Anschlusskabel, die dann auf das Board kommen, womit dann hier oben die Einheit versorgt wird. Hier der ganze Anschlussbaum, der auf das Board auch kommt. Hier werden dann wahrscheinlich die Lüfter angeschlossen. Schaue ich mir dann nochmal genau an. Und SATAs auch dann für oben. Stromanschluss. Ja, hier hinten befindet sich dann auch ein Lüfter. Ja, das war es eigentlich schon fast zu dem. Hier oben kann man die Klappe noch lösen. Hier kann man auch nochmal eine Festplatte hineinstecken. Ich weiß nicht, ob man es genau sieht. Unten ist auch nochmal der Anschluss, also entweder eine 2,5 Zoll Festplatte oder eine 3,5er. Wir machen mal den Deckel ab, denn hier kann man auch nochmal zwei Lüfter installieren. Also einen hier und einen hier. Ich habe auch mir extra ein paar Lüfter bestellt, also ich werde dann wahrscheinlich das ganze Gehäuse mit Lüftern ausstatten, überall wo es möglich ist. Ja, hier so sieht es dann von hinten aus. Hier ist natürlich jetzt kein Board drin, deswegen sieht man ein großes Loch, wo eigentlich normalerweise die Anschlüsse rauskommen. Hier unten die Anschlüsse für Grafik und so weiter. Und das Netzteil kommt hier unten hin, bei diesem Gehäuse. Und hier ist auch wieder so eine Filtereinheit, weil das die Luft dann hier unten ansaugt, und es ist auch wieder so eine Filtereinheit, dass das Netzteil keine Staubflusen anzieht. Okay, dann baue ich das mal wieder zusammen. Ja, ich bin eigentlich ziemlich angenehm überrascht von diesem Gehäuse. Es hat eigentlich alles, was ich gesucht habe, und noch mehr. Es ist gut verarbeitet. Es wirkt sehr wertig, es ist verwindungssteif, es knarrt nicht, es knarzt nicht. Sämtliche Halterungen sind gut durchdacht, hier angefangen von diesen Schnellspannern für die CD-Laufwerke, über diese Einschübe für die Festplatten, ja, bis hin zum Frontpanel, was sehr durchdacht ist, auch gerade die Möglichkeit, alles zu filtern. Also es gibt hier außer diesem einen Gitter sind alle
Eingänge in das Gehäuse, die, wo Luft hineinkommen kann, sind alle mit Filtern versetzt. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Weil Staub ist ja irgendwie der Tod für das Board. Wenn man sich da manchmal irgendwelchen alten Rechner anschaut von irgendjemand, der den vorbeibringt, weil er sagt, ja, hier klappt irgendwas nicht, da sieht man dann schon riesen Staubberge manchmal im Inneren. Das wird hier mit so einem Gehäuse ziemlich gut vermieden. Ja, wie es dann im Betrieb aussieht, das wird sich zeigen. Schauen wir dann mal im nächsten, wenn ich dann so ein kleines Tutorial mache, wie man sich einen Rechner zusammenbaut. Und da gucken wir uns das mal an. Eines habe ich noch ganz vergessen. So ein kleines Gimmick, das kann man auch jetzt noch nicht so gut sehen. Das werden wir dann vielleicht mehr sehen. Und zwar hier vorne dieser Lüfter, wenn der sich dreht. Man kann hier verschiedene Farben einschalten und Muster einschalten. Also steht auch hier vorne auf dem Aufkleber All On, Propeller, Flash, Vegas, Off. Und man kann das hier auch dann regeln, die Geschwindigkeit. Ich zeige es euch mal. Ja, ein nettes Gimmick. Schauen wir uns dann mal an, wenn es dann läuft, weil jetzt ist ja kein Netzteil drin. Ansonsten ist Enermax Hoplite hat gekostet knapp über 90 Euro bei eBay. Ich glaube, das günstigste Angebot, was ich gesehen hatte, war irgendwie 91 Euro. Und ich habe es, glaube ich, für 94 Euro bei einem Versandhändler. Der war total schnell. Ich habe das jetzt am Freitagabend 18 Uhr ersteigert. Und am Samstag früh war es schon in der Post. Also absolut super. Ja, ansonsten mal schauen, wann der Rest kommt. Also Board, Prozessor. Das habe ich allerdings bei Amazon bestellt. Da traue ich dann eBay doch nicht ganz so viel. Wer weiß, was man da bekommt. Ja, und dann bauen wir den Rechner zusammen und gucken, ob er funktioniert. Okay. Wenn ihr Fragen dazu habt, wie gesagt, ich habe mich jetzt ein bisschen reingelesen in die Materie. Ich kenne mich mit den Gehäusen, die es am Markt gibt, jetzt so ein bisschen aus. Wenn ihr da was wissen möchtet, stellt mir ruhig eine Frage. Zum Beispiel an eric@kinocast.net oder schreibt hier einen Kommentar. Ich glaube, es geht ja bei YouTube auch, dass man kommentieren kann. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr euch auch so ein Gehäuse kauft. Ihr werdet es nicht bereuen, denke ich mal. Okay, tschüss. Karton. Das ist zum einen hier die Anleitung in, ja.